König Zeo. Will denn keiner eine Prinzessin, die sich im tiefen, dunklen Wald verirrt hat, retten? Doch, ich, Sir Zeo, werde euch gleich mit meinem treuen Knappen in Sicherheit bringen. Mit Pock. Da bin ich aber froh. Also, Ritter Zeo, dann führt mich wieder zurück ins Elziland. Mhm. Da wären wir. Ihr seid gerettet, Prinzessin. Vielen Dank, tapferer Ritter. Habt ihr vielleicht irgendeinen Wunsch? Ich wäre gern König, bitte sehr. Nein, das kannst du vergessen. Aber Elzi! Also, wenn man Ritter und Prinzessin spielt, dann rettet doch der tapfere Ritter immer die Prinzessin und wird dann König. So lauten nun mal die Regeln. Nicht bei diesem Spiel, denn das hier ist Elziland. Und ich werde Königin Elzi sein. Okay, dann werde ich wohl losziehen müssen, um mir mein eigenes Königreich zu suchen. Das ist mein Königreich, Pock. Und ich nenne es Zeoland. Und du darfst gern mein königliches Maskottchen sein. Und da ich nun das Sagen habe, wollen wir allen die gute Nachricht überbringen. Hört mal her, ich muss euch was sagen. Dann mal los. Ich wollte euch die Nachricht überbringen, dass wir jetzt in Zeoland leben. Und der König von Zeoland bin ich. Also von heute an hab ich ihr das Sagen. Ach wirklich, Zeo? Aber wenn du jetzt der König bist, dann brauchst du doch auch eine Krone. Oh, daran hatte ich ja gar nicht gedacht. Aber es stimmt, ein richtiger König braucht doch auch eine Krone. Bin ich ein richtiger König, wenn ich eine Krone finde? Wenn du bis zum Mittagessen eine Krone gefunden hast, wirst du am Tisch selbstverständlich einen Ehrenplatz bekommen, weil du der König bist. Yippie! Ja, ich werde der König sein! Aber in einer halben Stunde musst du die Krone gefunden haben. Ich werde König! Ich werde König! Uroma! Weißt du was? Ich werde König! Was denn? Du wirst König? Ja, genau! Aber ich brauche eine Krone. Weißt du, wo ich eine finden könnte? Leider nicht. Und ich glaube auch nicht, dass hier unbenutzte Kronen herumliegen. Aber als König wirst du auch einen Thron brauchen. Aber was ist denn ein Thron? Ein majestätischer Sessel, der mit kostbaren Edelsteinen geschmückt ist. Und das bis zum Essen? Oh, das ist ja wundervoll. Eine Krönung beim Mittagessen, wie aufregend! Was ist denn eine Krönung? Das werde ich dir jetzt erklären. Also pass auf, wenn ein König zum ersten Mal seine Krone aufsetzt, dann nennt man das eine Krönung, verstehst du? Dann muss ich mich aber beeilen. Es wäre doch echt verrückt, wenn ich meine eigene Krönung verpasse, oder? Hallo, Opa. Hallo, Oma. Schönen guten Tag, mein Junge. Also, wenn ich es schaffe, bis zum Essen eine Krone und einen Thron zu finden, dann werde ich am Tisch einen Ehrenplatz bekommen, weil ich der König von Zeoland bin. Dann leben wir also in Zeoland. Ich werde wirklich sehr stolz sein, einen König zum Enkel zu haben. Und nun brauchst du natürlich noch eine königliche Robe, und zwar in Purpur. Was anderes kommt gar nicht in Frage. Was? Eine Robe auch noch? Ach Mann, so ein Mist. So viele Sachen kriege ich doch nie bis zum Mittagessen zusammen. Nein, das werde ich niemals schaffen. Weißt du, ein König braucht auch einen königlichen Berater. Und ich würde sehr gern dein königlicher Berater sein. Eine tolle Idee, Opa. Komm mit. Ja, ist gut, Zeo. Na, dann wollen wir mal sehen. Zuerst eine Krone. Aha. Na, wie sehe ich denn aus? Tja, wie eine Stehlampe. Ja, wie wäre es denn damit? Nein, ich brauche etwas, das mehr wie ein Hut aussieht. Ah, weißt du was? Eine Papierkrone würde es doch auch tun. Hey, lass mich mal probieren, ja? Tada! Na also, schon ist die Krone fertig. Das hast du sehr gut gemacht. Und jetzt brauche ich noch einen majestätischen Thron. Zu schmucklos. Nein, viel zu klein. Ja, genau. Zeo, bist du schon bereit, König zu werden? Wir werden gleich essen. Noch einen Moment. Kann ich mir das ausleihen? Ja, natürlich. Danke sehr. Das glänzt ja so schön. Thank you.
Also, du brauchst ja für deinen Thron noch wertvolle Juwelen. Wie wär's denn mit denen? Tada! Danke, Opa. Das sieht wirklich ganz toll aus. Wow! Na siehst du, nun fehlt nur noch eins. Also, wo kriegen wir jetzt eine purpurne Robe her? Ganz einfach, Papas Bademantel. So ein Käse. Der ist ja blau und nicht purpur. Wo finde ich denn hier etwas in Purpur? Noch 5 Minuten. Oh, oh, nur noch 5 Minuten. Oh, ist das Essen fertig? Ja, ja, in 5 Minuten. Also ich brauche was in Purpur für meine königliche Robe. Darf ich vielleicht eine Decke haben? Ja, die kannst du gern haben. Aber die ist leider nicht purpur, das ist Lavendelfarben. Lavendelfarben? Mhm. Nein, das geht nicht. Ich finde einfach nicht die richtige Farbe. Noch 1 Minute. Oh nein, noch 1 Minute. Oma, dürfte ich das vielleicht mal haben? Ja, natürlich. Das kann ich dir gern borgen. Ja, ich hab's geschafft. Wuhu! Achtung! Es ist mir ein großes Vergnügen, den König von Zeoland zu krönen. König Zeo der Erste. Und jetzt ein dreifaches Hurra für den König. Hip, hip! Hurra! Gleich nochmal. Hip, hip! Hurra! Hurra! Und jetzt nochmal. Hip, hip! Hurra! Hurra! Ach, es geht doch nichts über eine schöne Krönung. Ja, mit einem Krönungskuchen. Da ich jetzt König bin, werde ich heute ein paar sehr wichtige Entscheidungen treffen. Oh, aha, und was für Entscheidungen, Majestät? Also was wir alle nach dem Essen spielen werden. Und wann ich abends immer ins Bett muss. Hm? Und was für ein Eis wir essen werden. Und auf welcher Seite im Bett ich schlafen werde. Und an welchen Tagen ich zur Schule gehe. Die Frage ist, ob ich überhaupt noch zur Schule gehen werde. Also ich würde ehrlich gesagt gern das letzte Stück Kuchen haben. Nun, das tut mir leid, aber ich will das letzte Stück Kuchen. Ich bin der Vater des Königs. Oh. Ich bin immerhin der königliche Berater. Das hier ist mein Kuchen. Nein, meiner. Ach, so geht das nicht weiter. König Zeo, es hilft nichts, Majestät. Ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen. Wer soll das letzte Stück Krönungskuchen kriegen? Also da wir nur noch ein Stück haben, aber zwei sich so heftig darum streiten, würde ich euch vorschlagen, teilt es euch doch. Teilen? Ja, ihr schneidet das Stück einfach durch. Oh, einverstanden. Einverstanden. Das war eine sehr weise königliche Entscheidung, Majestät. Das hat mir gefallen. Puh. Aber es gibt ja noch sehr viel mehr Entscheidungen, die ihr treffen müsst, König Zeo. Oh ja, sehr richtig. Da wäre die Frage, wer darf morgens als Erster ins Badezimmer? Das müsst ihr entscheiden. Und wer muss denn zum Beispiel diese Woche abwaschen? Und wann ist dann wer damit dran, den Müll rauszubringen? Also ich weiß nicht, ob ich es mag, König zu sein. Entscheidungen zu treffen ist sehr schwierig. Aber das ist die Aufgabe eines Königs. Würde es euch was ausmachen, wenn ich nicht mehr König bin? Papa könnte mich doch vertreten. Wie findet ihr das? Ist gut in Ordnung, Zeo. Also wenn du das wirklich unbedingt willst. Ja, das will ich, Papa. Ich kröne dich zum König. Hip, hip, hurra! Hurra! Und das bedeutet, dass du die Königin bist, Mama. Ich finde es ja viel schöner, wenn ich euer kleiner Prinz bin. Ach, das warst du doch schon immer, mein kleiner Zeo. Und das wirst du auch immer bleiben. Hurra! Hip, hip, hurra! Ist denn noch Kuchen da? Hallo, Zeo. Wie gefällt's dir, König zu sein? Ich hab die Krone abgegeben. König zu sein hat gar nicht so viel Spaß gemacht, wie ich dachte. Wie läuft's denn so in Elziland? Ach, ich hab die Krone auch wieder abgegeben. Als Königin muss man so viele Entscheidungen treffen. Also, da habe ich es doch viel besser, einfach nur Prinzessin zu sein. Ja, okay, dann bin ich dein tapferer Ritter. Und jetzt machen wir uns auf den Weg in den dunklen, dunklen Wald, um Drachen ausfindig zu machen. Oh ja, sieh mal, ein Drache. Rette mich, tapferer Ritter. Aber natürlich, holde Prinzessin.